Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director. Lange ist es her, dass ich ein Video wieder produziert habe. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit, deswegen ist das Videoschneiden ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber so langsam kann ich mich wieder um die Produktion von Videos kümmern und freue mich darauf, wieder hier euch ein paar gute Tipps geben zu können. Wir sind mittlerweile beim Teil 23 angekommen und es geht um die Musiktakterkennung. Hier oben seht ihr zwei Videos. Das eine ist hier unten schon mal auf der Timeline, habe ich das schon mal entsprechend vorbereitet. Ich habe es so geschnitten, wie ich mir das grob vorstelle. Hier geht es um einen Segelflugzeugstart, F-Schlepp. Das heißt, hier vorne sieht man die Maschine, hier hinten den Segelflieger und gleich geht der F-Schlepp los. Wir können uns das mal kurz hier anschauen. Das ist natürlich ein relativ langer Prozess, bis da mal richtig was Interessantes passiert. Am Anfang ist die Rollphase, irgendwann hebt der Flieger ab und dann dauert es noch einen Moment, dann hebt auch das Schleppflugzeug vorne ab. Naja, und dann gehen die beiden in die Startphase. Und hier versuche ich jetzt aus einem Video, was relativ lange dauert, ich glaube so 6, 7 Minuten, versuche ich halt jetzt über Musik, was ich einfüge, das in ganz viele Schnitte aufzuteilen. So. Es gibt auf YouTube ja die kostenfreie Musik, zum Beispiel lizenzfreie Musik, sage ich mal so. Hier NCS bietet das an. Die kann man auch für private Videoschnitte beziehungsweise um auf YouTube zu veröffentlichen, verwenden. Wir schauen uns das mal ganz kurz Ich verlinke das dann auch in die Beschreibung, um einfach mal zu dem Kanal zu kommen. Da gibt es viele, viele, viele Lieder, die man da auswählen kann. Und mein Wunsch ist es jetzt, diese Musik hier runterzulegen und auf Musiktakterkennung zu schneiden. Jetzt habe ich hier dieses Videofile, das beinhaltet einmal das Bild und einmal die Tonspur. Ich brauche hier aber nur die Tonspur. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Ich kann hier rechte Maustaste gehen und sage Video- und Audio-Verlinkung aufheben. Dann sind das zwei getrennte Sachen. Dann gehe ich, markiere ich den Videofile, gehe auf Entfernen und habe nur noch die Audiospur. Eine andere Möglichkeit wäre, ich klicke hier oben rauf, rechte Maustaste und sage Audio extrahieren. Dann wird mir noch angezeigt, wo ich das Audio, nämlich die WAV-Datei, extrahieren möchte und kann das dann auch entsprechend hier in meinen Medienraum importieren. Beides kommt zum gleichen Ergebnis. Die Audiospur ist jetzt extrahiert, ist markiert und ich sehe schon anhand dieser Ausschläge, die auf dieser Audiospur hier zu sehen sind, dass da wohl immer ein Takt erfolgt. Das ist sehr wichtig für das spätere Schneiden, weil hier habe ich schon mal eine optische Hilfe, die ich auf jeden Fall verwenden kann, um mein Video nachher zu schneiden. Wir möchten uns aber jetzt erstmal mit der automatischen Musiktakterkennung beschäftigen, die uns das Programm anbietet. Die Spur ist markiert, rechte Maustaste und hier gibt es den Befehl automatische Musiktakterkennung verwenden. Hier oben sehe ich letztendlich die ganz normale Audiospur, kann die hier auch abspielen. Der Bereich ist jetzt gleich wichtig und dieser Bereich ist wichtig. Gehen wir erstmal auf die automatische Musiktakterkennung. Hier sagt uns das Programm, wie groß soll der Mindestabstand zwischen zwei Taktmarkern sein. Automatisch sind hier 2 Sekunden eingestellt. Ich finde 2 Sekunden in dem Fall zu viel, weil das würde bedeuten, alle 2 Sekunden habe ich vor, einen Schnitt zu machen. Und dann wäre das Video aus meiner Sicht zu stark fragmentiert und es würde zu unruhig sein. Deswegen gehen wir mal auf 4. Ich kann natürlich hier auch auf 5 gehen. Wir bleiben mal bei 4 und gehen auf Erkennen. Das geht relativ schnell, gehen auf Anwenden und sehen jetzt hier, dass hier was passiert ist. Und zwar hier ist ein Marker gesetzt worden, automatisch von dem Programm, weil das Programm hier einen Takt erkannt hat. Das stimmt, das passt wunderbar. Auch hier ist ein Takt erkannt. Und so, wenn wir die Timeline einfach mal zusammenschieben, so sieht man jetzt, dass das Programm überall solche Takterkennungsmarken gesetzt hat. Wir schieben es mal wieder auseinander. So. Und gucken uns das nochmal kurz an. Das passt, das passt.
Also im Großen und Ganzen kann ich mich da drauf verlassen. Das hängt natürlich immer etwas von der ausgewählten Musik ab. Die Frage ist jetzt, was mache ich mit diesen ganzen Informationen? Ich kann natürlich sagen, alles klar, mein Anspruch ist, alle 4 Sekunden einen Schnitt zu haben. Was natürlich jetzt dafür sorgen würde, dass ich an jeder Musiktakterkennung einen Schnitt mache, um erstmal die Videospur hier zu trennen. Meine persönliche Meinung ist, das wäre mir zu statisch, sondern ich gucke mir wirklich an, was passiert an der Szene. Wenn wir uns hier den Anfang anschauen, muss der Zuschauer ja erstmal begreifen, was hier passiert. Alles klar, er begreift es, sieht es, hier läuft jemand mit, hält die Fläche, das Flugzeug wird angeschoben. Ah, es geht um die Fliegerei. Das heißt, hier an dieser Stelle würde ich noch keinen Schnitt machen, weil dann einfach vielleicht Informationen fehlen. Das Flugzeug rollt an, rollt an, rollt an. Und jetzt würde ich hier an dieser Stelle meinen ersten Schnitt machen. Wir müssen natürlich hier das markieren, damit wir nicht aus Versehen beide schneiden und fangen an, hier erstmal den ausgewählten Clip zu teilen. Mehr mache ich erstmal nicht. Jetzt gehe ich weiter. Alles klar, das Flugzeug ist abgehoben. Dann mache ich hier tatsächlich wieder meinen Schnitt. Die Video- und Audiospur von dem Clip ist markiert. Wenn das nämlich markiert ist, dann schneiden wir hier, ist gar nichts markiert, würden wir jetzt beide schneiden. Das und das. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen gehe ich gerade wieder auf zurück. Markieren, schneiden. So, der Flieger fliegt noch, alles klar. Vorne hebt das Schleppflugzeug ab. Ich schneide hier. Und um es mir etwas einfacher zu machen, würde ich jetzt diesen Bereich sofort löschen. Rechte Maustaste, entfernen, entfernen und Lücke füllen, wäre normalerweise. Aber ich lasse jetzt erstmal die Lücke, damit ich später mir das nochmal anschauen kann, ob das wirklich alles so passt. Auch wenn ich einen Clip hier lösche, dann habe ich hier trotzdem den Marker. Das ist eine wichtige Information, die wir später noch brauchen. Um das jetzt nicht zu langatmig zu machen, würde ich jetzt erstmal meinen Clip weiter schneiden und mich dann gleich wieder im Anschluss melden. Nachdem ich jetzt überall geschnitten habe, sieht man natürlich jetzt hier sehr schön die ganzen Lücken, die ich gelassen habe, um einmal aufzuzeigen, was letztendlich noch übrig geblieben ist. Als nächstes werde ich jetzt diese Clips alle aneinander rein. Und da die ja alle immer mit den Markern versehen ist, ist sozusagen der Clip auch immer gleich lang. Entweder einfache Länge oder ich habe mich mal für die doppelte Länge entschieden, damit der Takt immer berücksichtigt wird. Ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, rechte Maustaste entfernen und alle Zeitattenclips hinter den entfernten Clip verschieben. Ich entscheide mich aber für den Befehl auf derselben Spur verschieben. So, aus meinen fast 6 Minuten sind jetzt nur noch 1 Minute 15 geworden ungefähr. Jetzt hören wir uns das auch mal in Ruhe an. Ganz ehrlich, ich bin mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden. Ich habe zwar alles so gemacht, wie mir das Programm das vorgegeben hat, aber außer bei einem richtigen harten Cut war letztendlich das irgendwie nur Larifari. Um das Problem zu verdeutlichen, habe ich mit Absicht hier diese Marker auf jeden Fall gelassen. Hier funktioniert das noch. Schnitt, Schnitt. Und hier haben wir schon die erste Verschiebung. Und das zieht sich mehr oder weniger durch. Hier überhaupt gar keinen Takt mehr,
Also hat diese Methode so nicht funktioniert. Wie kann man es nun besser machen? Wir gehen erstmal wieder auf komplett zurück. Das war 1 zu viel. Und schauen uns das jetzt nochmal in Ruhe an. Das heißt, hier sind die Marker auf jeden Fall noch vorhanden. Das passt soweit alles. Wenn ich jetzt aber diesen Clip hier dran schiebe, habe ich hier eine Lücke. Und jetzt auf einmal passt es nicht mehr. Und das ist für mich ein Kuriosum, ein ganz schwieriges Wort, warum es nicht passt. Weil letztendlich habe ich genau auf den Clip geschnitten. Wir gucken uns das hier nochmal an. Das heißt, die Cliplänge habe ich genau berücksichtigt. Es war eingestellt, immer alle 4 Sekunden. Und auf einmal ist hier was passiert. Wir sehen uns das mal an. Hier ist die Zeit 34:01 und hier ist 38:21. Und dadurch kommt es genau zu diesen Verschiebungen, die es mir jetzt nicht ermöglicht, über diese Automatik einen guten und einfachen, vor allen Dingen schnellen Schnitt hinzubekommen. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt habe, ich nehme diesen Clip, schiebe den hier natürlich dran und fange an, hier manuell ihn weiterzuschieben, dass wenigstens der Takt stimmig ist. Das muss ich jetzt leider mit allen diesen Clips so entsprechend manuell machen. Das passt. Schieben das mal ein bisschen kleiner hier. So. So, jetzt habe ich genauso ein Mittelding. Gut, ich werde mich jetzt dafür entscheiden, diesen Clip jetzt hier auf diesen Takt anzupassen. Wichtig, immer nur zuschneiden machen. Ja, leider eine etwas mühsame Arbeit, die sich auch ein bisschen hinzieht. Hier scheint es wieder zu passen. Hier passt es überhaupt nicht. Um einfach mal ein bisschen, gucken wir uns das nochmal an. Ich schneide hier mal in der Mitte den Part raus. Jetzt können wir auf Entfernen, Entfernen und Lücke füllen gehen. Geht natürlich auch mit einer Tastenkombination, dann geht es leichter. So, haben wir hier hinten noch einen Clip? Nein, haben wir nicht mehr. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis mal an, ob es doch etwas besser ist. Dann starten wir mal den Film. Okay, ich habe festgestellt, hier ist zwar ein Schnitt, aber letztendlich passiert nichts. Jetzt greifen wir mal sofort ein, entfernen und Lücke füllen. So, jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, dass ich natürlich wieder hier zuschneiden muss und alles hat sich verschoben. Also ich finde, ich breche das jetzt mal an dieser Stelle ab. Man sieht schon, wie schwierig es ist, diese Clips entsprechend genau zu positionieren. Und das Programm gibt einem nur die Möglichkeit, es erkennt irgendeinen Takt und richtet sich in der Regel auch nur nach diesen Audioausschlägen. Von daher breche ich an dieser Stelle das ab, weil diese Methode mir nichts bringt und ich anfange im Kleinsten rumfummeln zu müssen und sage mir, das ist kein Workflow, den ich so akzeptieren kann. Im nächsten Teil werde ich euch zeigen, wie man es manuell machen kann mit der Musiktakterkennung. Da hatten wir ja gesehen, ich kann über hinzufügen oder die Taste A das letztendlich selbst machen und bin dann deutlich flexibler im ganzen Handling. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.